Wieder einmal krachte es im Hönnetal am Abzweig zur Grübeck. Bei einem Auffahrunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, wurde eine Person leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro, so die Polizeiangaben. Zwei Fahrzeuge wollten aus Richtung Menden kommend nach links abbiegen. Während das vordere Fahrzeug gerade abbog, krachte von hinten ein Auto in weitere zwei stehende Fahrzeuge und schob sie ineinander. Der Anprall war so stark, dass der Autofahrer des vorderen stehenden Fahrzeuges zunächst im Rettungswagen behandelt, dann aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Löschgruppen Beckum und Volkringhausen rückten gegen 17 Uhr aus, um ausgelaufene Betriebsmittel abzustreuen und die Batterie am Unfallfahrzeug abzuklemmen. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße rund eine Stunde lang gesperrt. Die Autos wurden über Eisborn von der Polizei umgeleitet.